kurz zusammen bei No Man's Sky. Danke für die Bewertungen, Kommentare und Abos. Und nun zu einer neuen Folge mit Blender Glitch. Ja, und heute wollen wir mal schauen, dass ich für den Reaper, der eine Anfrage gestellt hat in der Community, vielleicht ein kleines bisschen helfen kann. Und zwar möchte er... Moment... Er möchte an einer normalen Wand, in dem Falle müssen wir eine Betonwand dann nehmen. Da klappt das eigentlich generell am besten, aber wie sieht das? Terminal des galaktischen Marktes möchte er an eine normale Wand bauen, was ja hier auch an den Böden natürlich nicht funktioniert. Und wir könnten jetzt versuchen, mit einem normalen Glitch das zu tun. Das würde allerdings dazu führen, dass genauso wie hier das Terminal im Boden stecken würde. Es wäre zwar da, aber es würde im Boden stecken. Und das wollen wir natürlich auch nicht. Dann wäre es noch möglich, mit dieser Gesundheitsstation das zu bauen. Würde aber auch nicht funktionieren, dann wäre es genauso auch nur im Boden drinne. Zur Hälfte, wenn das gefällt, okay, aber ich denke mal eher nicht. Die einzige gute Möglichkeit, die mir eingefallen ist dazu, leider nicht ohne Kabelglitch. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Kabelglitch dafür. Reaper, tut mir leid. Aber zumindest einen einzigen müsste mit der Tastatur hinbekommen, ohne dass es wirklich zu Problemen führt. Und ja, jetzt haben wir erst einmal eine Betonwand. Betonwand, genau. Dann gehen wir zu der Dekoration in das Licht. Nehmen uns eine Laborlampe. Wir wollen das Terminal hier auf dieser Seite haben. Dann müssen wir auf die andere Seite. Ja. Positionieren uns das ungefähr in der Mitte. An geraden Flächen, senkrechten Flächen ist das immer gerade. Also es dreht sich nicht weg. Würden wir an eine Schräge gehen? Ne, in dem Fall würde es auch noch gerade sein. Es gibt also einige Flächen, wo es sich dann wegdrehen würde. Jetzt in dem Falle nicht. Wir nehmen uns ungefähr die Mitte und switchen rüber bzw. glitschen rüber zum Leuchtboden. Und das wäre jetzt die falsche Position. Deswegen müssen wir es noch einmal machen. Wir müssen die Laborlampe jetzt dreimal drehen. 1, 2, 3. Und jetzt sehen wir auch, dass der Leuchtboden nach hier hin ausgerichtet ist. Was bedeutet, wenn wir wieder zurückkommen und uns das mal angucken. Wir haben jetzt den Pfeil nach unten, den Spannungspfeil. Was in dem Falle bedeuten würde, wir setzen das Terminal auch richtig an. Dass es dann an der Wand bzw. in der Wand ist. Allerdings müssen wir jetzt noch einmal eine Lampe nehmen. Die sollten wir nicht in die Mitte setzen, sondern im Gegenteil ein wenig außerhalb dieses grünen Spannungskreises. So, wir glitschen jetzt hier nicht. Wir benutzen das nur, um zu gucken, dass wir richtig sitzen. Also die Lampe. Jetzt nehmen wir noch eine zweite. Die setzen wir uns hier hin. Ungefähr dieselbe Höhe. Ja, das müsste genau. Müssen wir jetzt nicht ganz so genau nehmen, weil die beiden Lampen werden eh gleich verschwinden. Jetzt brauchen wir natürlich noch eine Spannungsquelle. Das macht die Sache einfacher. Und dann nehmen wir dieses Mal den Reaktor, Bioreaktor. Dann stellen wir uns dahin. Gut.
Wie ihr seht, ich habe das Material zwar nicht, aber ich kann es trotzdem bauen. Ich bin also jetzt hier im Kreativmodus. Bedeutet eigentlich nichts weiter, wie ich kann, ohne Material farmen zu müssen, also die Mats farmen zu müssen, kann ich einfach alles bauen, sofern ich die Rezepte habe. Einige muss ich mir auch besorgen. Und dann gehen wir jetzt wieder rüber zu den Terminal. War im Übrigen auch sozusagen, ja, nicht unbedingt eine Frage, aber in der Community, man wusste nicht genau, was ist kreativ, was ist normal. Also der Modus, worin die sich unterscheiden. Eigentlich unterscheiden die sich nur genau da drin. Gut, das Terminal haben wir doch jetzt, ja, ausgesucht. Okay. Wollen wir mal schauen, dass das hier funktioniert. Lieber, bei mir funktioniert das auch nicht immer. Und das Kabel dringend, wenn ihr es versehentlich dran gekriegt habt, wieder weg. Wenn wir das Kabel hinterher entfernen, nachdem wir das Terminal dran haben, würde auch das Terminal verschwinden und das wäre, glaube ich, nicht so schön. Oh. So. Gut, jetzt haben wir das Terminal da, aber wir sehen, ja, mit Spannung ist da nichts. Hm. Ja. Allerdings sehen wir die Lampen nicht, das ist auch eine schöne Sache. Gut. Kann man jetzt so und so sehen. Okay. Dann gehen wir nochmal auf das Kabel. Was man prima machen kann, ist, ich gebe die jetzt einfach mal hier hin. Dann hier hin. Nicht da. Ja. Ja, so. So in etwa. Und da ich jetzt nicht in die Elektrik gegangen bin, sondern hier das gerade durch Drücken der Steuerung benutze, darf ich natürlich die Steuerung auch nicht loslassen. Weil ansonsten, ja gut, okay, ich hätte jetzt einfach nur verloren, den Punkt verloren, ich hätte mir wiederholen können. Aber naja, es hat funktioniert. Gut, jetzt haben wir das Kabel in der Wand auch verlegt. Das heißt, wenn wir die nächste Wand legen, stellen, würde das Kabel nicht sichtbar sein. Und das hat natürlich Vorteile. Legen wir nochmal. Ah, nee, das lassen wir jetzt so sein. Okay, jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass wir Spannung haben. Nein, nicht so. Da. So, und hier auch bei im Kreativmodus, ich den Ofentank, ich brauche nur einmal klicken und er ist bis zum Rand voll, obwohl ich das Material gar nicht habe. Und jetzt läuft er schön gemütlich eine Stunde lang und dann brauche ich ihn einfach nur wieder aktivieren. Ja, gut, jetzt haben wir allerdings immer noch nicht das Terminal zum Funktionieren gebracht. Es wäre natürlich schön, wenn wir das hinkriegen. Und wenn wir das jetzt so machen, dann würde man das Kabel sehen. Das wollte ich eigentlich vermeiden. Leg das jetzt mal dahin und versuch's nach da hin, dann sieht man's auch. Hm. Okay. Hm. Hm. Okay. Nehmen wir uns Kabel von hier. Ja.
rein. Und nehmen uns jetzt einfach dieses. Gehen auf den Punkt. So, die beiden Lampen leuchten jetzt beide. Die müssen nicht miteinander verbunden werden, weil wenn die in der Nähe sind, in ausreichender Nähe, dann leuchten beide. Da mir der Schein ein bisschen komisch vorkommt, überprüfe ich mal nicht, dass sie doch ein bisschen zu weit auseinander sind. Nein, alles gut. Und ja, wir sehen, das Terminal hat den roten Spannungspfeil verloren. Das heißt, das müsste jetzt funktionieren. Wir probieren das aus und tatsächlich, es funktioniert. Ist also auch in der richtigen Richtung. Hätten wir jetzt diese Wand, ich habe die jetzt einfach mitbenutzt, wegen des Stroms. Gefallen tut es mir eigentlich recht gut. Kommt drauf an, was man dann damit machen möchte. Also was ihr nicht machen könnt, ist jetzt diese Wand wegnehmen. Dann ist das Terminal und die Lampen weg. Und genauso dürft ihr das hier auch nicht wegnehmen, den Leuchtboden. Dann passiert genau dasselbe. Das ist alles jetzt miteinander verbunden. Und ihr habt keine Chance, eins davon zu lösen, ohne das andere zu entfernen. Also bezieht sich jetzt in dem Fall nur auf die Betonwand und den Leuchtboden. Dann nehmt ihr alles mit sozusagen, dann ist alles weg. Das Einzige, wenn ihr Betonwand wegnehmt und hier alles weg ist, würde der Leuchtboden bleiben. Und ja, ich denke mal, dann ist es noch schlimmer, weil ihr könnt dann die Wand nicht wieder aufstellen, weil in dem Moment würde der Leuchtboden kollidieren. Okay, gut. Dann haben wir jetzt das Terminal an eine normale Wand gebracht. Ob dir das jetzt weitergeholfen hat oder auch allen anderen, die das ebenso machen möchten, weiß ich natürlich nicht. Ich habe die Terminals seit Ewigkeiten schon gar nicht mehr benutzt, also gar nicht mehr aufgebaut. Als ich die Anfrage gehört habe, war ich ein wenig erstaunt über den Namen. Gut, das ist ja recht üblich, kennt ihr ja aus anderen Folgen. Aber die Verwunderung war eigentlich eher, dass es tatsächlich auch aufgebaut wird von anderen. Denn ich gehe immer in die Raumstation und hole mir da, was ich brauche. Also jetzt im Normalmodus. Denn die Dinger habe ich irgendwo aufgebaut, also habe ich früher mal benutzt, die habe ich irgendwo aufgebaut und bis ich dann endlich da gewesen bin, ist so viel Zeit vergangen, da hätte ich auch genauso gut zur Raumstation entweder mich teleportieren können, weil in der Zeit hätte ich was anderes machen können, oder eben halt mit einem Raumschiff direkt hinfliegen. Also es war Zeitverschwendung. Okay, gut, das ist aber meine Ansicht und das muss natürlich nicht eure sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bewertet, nehmt ein Abo mit, gebt mir ein paar Kommentare, ob es euch gefallen hat. Wie gesagt, mir ist nichts Besseres eingefallen wie diese Variante. Vielleicht gibt es noch bessere Varianten. Ich meine ja, sie ist mir allerdings, wenn nicht, eingefallen. Und hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.